Größere Bahnsteig 1 hat jetzt Einfahrt, S-Bahn-Zug nach Geithain. Scheiß, bitte nicht übersteigen. Wieder die Lebensmüde. Sie jetzt schon, ja? Ja, ich will gucken, ob es richtig macht. Der ist noch nicht da. Wir haben noch Zeit. Jetzt hab ich ihn. Das geht ja. Wer will denn? Lisa, hast du früher geschafft, neu an? Hier, ich habe eine für dich, eine für mich. Was haben Sie gesagt? Hamsterbacke, wa? Nennen Sie den? Wem? Den Zug. Hamsterbacke? Der aussieht vorne wie so ein Hamster, ja. Haben Sie im Fernsehen gebracht. Hamsterbacke nennt man den. Ich habe 3 schöne Berichte hier von den Zügen. Ja? Das ist ja schön. Ganz früher, wie Sie angefangen haben zu bauen, den Tunnel. Die Hamsterbacke kommt. Das ist ja das erste Mal, dass der mal keine Verspätung hat. Letztens hat er ja auch schon 10 Minuten gehabt. Oh, heute sind aber viele Züge drin. Oh, das sind doppelt so viele. Ja, voll, ha? Gibt's da irgendeinen Unterschied? Ja, mit 80. Ja, hab ich nicht. Ich hab eine lange Nacht um sich. Nee, hab ich ja nicht aufgehört. Keiner da. Keiner da. Ist das letzte Mal auch schon aufgenommen, wo du mit denken musst? Wir sind wieder zu zeitig dran. Links halten. Ach so. Aber der geht jetzt hier so. Wir halten uns mehr rechts. Ah. Da geht dann da so ein Tunnel hier runter. Der ist jetzt runter. Ja. Wo hier drüben die Dinger kommen, da geht auch einer runter. Hier drüben geht es runter und hier geht es runter. Und da unten ist ein Tisch, jetzt geht es runter. Nächste Station: Leipzig Hauptbahnhof. Tief. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr und zu allen S-Bahn-Linien. Sowie zu den Bussen Nummer 131 und 196. Bleiben wir jetzt hier, ne? Ja. Wie weit hast du gesagt? Bis MDR. MDR. Sagt der MDR? Mhm. Können wir das Fernsehballett besuchen? Ist das da, ja? Ich wollte mal gucken, wo überhaupt das MDR dort ist, habe ich noch nie gesehen. Ah ja, da bin ich schon mal mit dem Auto vorbei. Ist da auch fast in der Nähe dabei. Feuerstadtdenkmal. Dass die Einfahrt so weit vorne ist, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, die war weiter. Und den haben sie jetzt neu gebaut oder ist das schon gewesen? Nee, das war das ja. Hier links, da muss ich gucken. Was ist das? Das ist jetzt vom Hauptbahnhof, wo jetzt kommen auch viele Leute rein, bestimmt. Oder auch nicht. Oh, wieder auch viele Leute. Okay, jetzt geht's los. Was hier, da machen wir die Tasche ein bisschen frei. Sind auch Kinder da. Ey, da hinten sind. Das ist jetzt immer noch der Tunnel, ja? Ja. Nee, wird doch noch nicht heller. Nein, das wird da.
alle sehen anders aus. War bei den einen sind die Streifen, bei dem anderen sind. Das ist so. Mit jeder Bahnhof. So ein bisschen, wir können uns mal darüber setzen jetzt. Am ersten Früh um 4. Geil. Mit dem Ausschlag. Nächste Station, Wilhelm-Leuschner-Platz. Wilhelm-Leuschner-Platz. Da steigen wir noch mal kurz. Okay. Unten ging es. Nächste Station, Bayerischer Bahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung. Ruhig 6 Euro einbauen. Das ist doch nicht so schnell. Das ist ein Vorteil. Ja, das kann ich sagen. Oh, wie das quietscht, ja. Oh, hier haben sie schon dran gemalt, hast du gesehen? Ja. Da haben sie schon die Röhre hier wieder voll gemalt. Da rennen sie drin rum und dann quietscht sie so gerne. So Blätzchen, ja. Bayerische Fahne. Hier muss ich mit dem Denker mal raus. Ja. Dann ist jetzt ganz praktisch, dass du schon bloß. Jetzt fährt er raus. Das wird hell. Diese S-Bahn fährt nach Borna. So, hier sind wir am S-Bahnhof MDR. Und hier hinten ist das MDR-Studio. Ein Satellitenspiegel. Jetzt fahren wir wieder eine Station zurück. Wir fahren jetzt mit die S4 oder was? Das ist egal, wir können jetzt in irgendeiner einsteigen. Ach so. Da kommt schon. Ich sehe sie noch nicht richtig. Auch da war lange. Was machen die hinter mir? Kommt die schon? Ach so, Zeit. Nee, jetzt kannst du die unten die hinterste aufnehmen, die ist besser. Der ist zu weit vorgefahren. Das sieht sauber aus. Das sieht geil aus, wa? Ja. So, jetzt fahren wir mal mit dem Fahrstuhl hoch, das ist ein bisschen faul. Und jetzt sind wir auf dem Bayerischen Bahnhof und gucken uns mal kurz das Bahnhofsgrundstück an mit der Gaststätte. Und hier geht es schon raus zum Tunnel. Bayerischen Bahnhof ist der Ausgang. Das ist Wahnsinn, ja, ha? Was, der darf da nicht so weit vorfahren? Nee, der hat zu spät gebremst wahrscheinlich. Hm. Hier hinten war. Oh, geil.
Ausgang Bayerischen Platz. So, hier ist der Bayerische Platz. So richtig sind wir hier nicht hingekommen, alles noch Baustelle. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis das mal fertig ist. Wollten mal die Gaststätte angucken. Hier ist das neue Rathaus in Leipzig. Am Bayerischen Platz. Und da ist die Babsi. Das macht nichts. Meinst du? Ich filme einfach hier. Ja. Aber diesmal auch voran, das Treppen. Die Leute sind schnell alle weg, da kann ich fotografieren. Das ist ja geil hier, wa? Ja. Fragst du, was ist das hier, da will im Leuchtenplatz? Ja. Steht dran, ja. In das geht hintereinander weg, war. Hey. Musst du nicht warten, Babsi. So, jetzt stehen wir hier auf dem Markt, vor dem alten Rathaus. Abgebaut wird gerade der Weihnachtsmarkt. Und heute ist der 28.12.2013. Straßen sind voll in Leipzig. Ach so. Das war ja früher schon, ne? Das ist ja das. Der Eingang war. Quasi die Zeit nach. S-Bahn-Pump. Oh!
Der hält bestimmt weiter vorne. Also wir steigen wieder ganz hinten oder ganz vorne ein? Ja, wir gucken. Und der ist bestimmt knackevoll, da kriegen wir eh nur noch Stehplätze. Das ist ja egal. Dafür, dass wir mit der gleichen Karte zurückfahren können, wa? Ja. Oh, direkt vor der Haustür passt.